Ich teste gerade hier auf Kamtschatka Regenbogenforelle. Die Kamtschatka Regenbogenforelle ist in dieser Woche Fisch der Woche und irgendwo muss sie ja sein. Also, testen, testen, testen und jetzt ist gerade sogar noch mal eine heftige Regenphase. Ob das gut läuft für die Regenbogenforelle? Man weiß es nicht. Was man aber schon mehr oder weniger immer mal wieder rausgefunden hat, die Kamtschatka Regenbogenforelle ist recht random, also gar nicht so leicht gezielt zu beangeln, hat aber anscheinend irgendwie Vorlieben für eher so ein bisschen auf dem Untergrund, also bodennahe Spots. Also ist häufiger auch mal drinne, wenn man beim Jiggen unterwegs ist. Also das ist, naja, zumindest in der Vergangenheit mehrfach schon so gewesen, wenn man eher im tiefen Bereich unterwegs ist oder im bodennahen Bereich. Ich bin jetzt hier an einer Stelle, die ist jetzt nicht wirklich tief, aber dafür bin ich relativ schnell dann halt in Bodennähe, dass die dann da vielleicht noch mal ein bisschen eher reingeht. Ob das jetzt wettertechnisch hier genau das Richtige ist, keine Ahnung. Muss man ausprobieren, müssen wir testen. Wir haben gerade 5 Uhr morgens, es wird gerade erst hell. Und ich hatte vor einer Stunde, hatte ich schon mal einen anderen Spot ein bisschen probiert. Da ist auch schon eine kleine reingegangen. So sah das da vor einer Stunde hier aus, hier unten der Bereich. Da war schon eine ganz kleine mit dabei. Einige Masus dabei, den Spot zeige ich gleich auch nochmal. Und wie ich da geangelt habe, das war eigentlich auch nicht schlecht. Auch einige Silberlachse dabei. Also der Spot hat sich so schon gelohnt. Allerdings war jetzt vor einer Stunde auch noch richtig schön Sonnenschein. Und es kommt auch bald wieder Sonnenschein. Und dementsprechend ändert sich das natürlich wieder. Ne? Also wir haben demnächst erstmal wieder eine schöne Sonnenphase. Und da werde ich das komplett ausnutzen. Nochmal ein Vorteil, konstante Temperaturen. Auch das hilft natürlich, wenn man dann irgendwo mal eine Stelle rausgefunden hat und es funktioniert. Dann kann man natürlich in so einer 4-Stunden-Phase richtig schön konstant nochmal weiter durchziehen und immer wieder testen. Aber weil jetzt eben hier der letzte Regentag ist, die Stunde davor war auch schon Regen, deswegen wollte ich dann doch hier nochmal eben reingehen und nochmal testen und gucken, ob hier nicht vielleicht doch noch was reingeht auf Regen. Vielleicht hat sie die Vorlieben doch bei Regen und vielleicht fängt man sie deswegen so selten, weil wer steht schon gerne die ganze Zeit im Regen rum? Kann natürlich sein. Was man schon in den Rekorden sieht, komplett unterschiedliche random Köder. Ja. Und da geht es eben von der Matchroute bis hin zu verschiedenen Blinkern. Da geht immer mal wieder was rein. Ich liebäugle auch die ganze Zeit schon damit. Vielleicht werfe ich gleich einfach nochmal parallel eine aus. Eine Match einfach mit rauswerfen. Auch da werde ich dann gleich ein bisschen tiefer rangehen. Wir machen das am besten gleich mal. Und jetzt aber erstmal eben hier jiggen. Also Tempo 50 habe ich hier gerade. Tempo 50 plus Shift. Und dann 1, 2, 3 Umdrehung, ganz locker durchziehen, zap, zap, und dann immer wieder so ein bisschen treiben lassen, Pause lassen, wieder ein bisschen reinkurbeln und so weiter. Also gar nicht so viel Stress machen, sondern schön entspannt durchjiggen und gucken, ob was reingeht. Jigführung steht die ganze Zeit. Vom Setup her bin ich hier, naja, ich sag mal so mittelmäßig schwer. Ich könnte sogar noch ein bisschen kleiner reingehen, ja. Ich gehe, glaube ich, gleich mal auf 13 Kilo. Immer ein bisschen kleiner rein. Und hier bin ich gerade mit den Slimshots unterwegs. Gelblich, länglich. Vielleicht finden wir sogar noch ein bisschen was anderes. Wir gehen einmal eben hier auf 13 Kilo Fluorocarbon. Hier ist es. So, 13,8. Und jetzt gucken wir gerade nochmal rein. Die Slimshots. Da sind sie. Ja, die 15er hier. Die mag ich ja eigentlich immer ganz gerne. Hier oben sind die 15er. Schwarz, weiß, grau. Ich mach mal hier den bläulichen bei Regenwetter. Soll immer mal wieder ganz gut funktionieren. Bremse jetzt natürlich ein bisschen runter. So. Und da kann ich tatsächlich noch deutlich weiter... Oh, schon Biss. Deutlich weiter auswerfen aber. Aber das ist auch schon wieder ein gutes Zeichen.
50% aufgeladen, schon direkt Biss. Wenn das jetzt natürlich ein passender Fisch ist, ein guter Fisch, also einer von den seltenen und nicht schon wieder ein Keterlachs, dann ist doch alles wieder schön. Dann nehmen wir den noch gerne mit. Ah, na klar. 4 Kilo Keter. So, volles Mett wieder raus. Weiter auswerfen, auch hier wieder absinken lassen. Schön mit der Strömung wegtreiben lassen. Und dann 3 Umdrehungen, zapp, zapp, zapp. Wieder hochziehen. Also durch die Umdrehung, was passiert? Wir ziehen den Köder natürlich nach oben und dann trudelt er wieder runter. Also diesen Effekt, den will ich hier haben. Deswegen auch mit Tempo 50 und Shift. Das heißt, man zieht ihn ziemlich schnell nach oben und dann hat er wieder Zeit, nach unten zu trudeln. Man sieht halt auch so ein bisschen an der Schnur. Und es muss auch gar nicht so dieses klassische Jiggen immer sein. Das klappt an der Yama auch ganz gut, wenn man mal so richtig lange Pause macht und den einfach mal so deutlich länger wegtreiben lässt. Aber die Köder müssen natürlich auch ansprechen und müssen auch laufen. Von der Position her, vielleicht haben es ja manche schon erkannt, ich bin jetzt hier gerade ziemlich weit oben am 2,5-Meter-Loch. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal ein Stückchen weiter runter und ziehe dann hier so durch. Ja, direkt hier am letzten Busch. Gehen wir mal ein Stückchen weiter runter nochmal. So, und dann nochmal schön nach oben. Und mit der Strömung, genau, erstmal runtertreiben lassen. Und mit der Strömung langsam durchziehen. Es ist mit Sicherheit nicht so einfach, die Kamtschatka-Regenbogenforelle zu fangen. Also vor allem gezielt. Absolut schwierig, weil das, wie gesagt, ziemlich random ist, das Ganze. Man kann immer nur wieder probieren. Wie gesagt, so ein bisschen tendenziell eher in Richtung Jig-Führung. Mit der Pose, genau, die schmeiße ich gleich mal mit raus. Mit der Pose hatte ich vorhin auch schon ein bisschen ausgeworfen. Da war ich so auf 2,40 Meter Tiefe unterwegs. Also deutlich tiefer unterwegs. Okay, hier ändern wir auch gleich nochmal die Farbe. Da ist schon die Pose unterwegs. Genau, hier ist sie schon ausgerüstet. Hier auch mit 13,8. Genau, ich habe hier erstmal nur einen 4er-Haken drauf. Gar nicht so groß. Und Tiefe gehen wir nochmal. Wir sind hier bei 2,50 Meter. Gehen wir hier auf 2 Meter und 40 Tiefe. Relativ bodennah. Genau. Und dann auch maximal raus. Ich hoffe, ich sehe die Pose dann gleich noch. Könnte schon wieder ein bisschen tricky werden. So, und direkt wieder hinterher. Und dann sind wir da in der Area. Und können jetzt hier durchjiggen. Wichtig, dass wir da gleich schnell den Wechsel machen könnten. Jawohl. Dass man dann eben auch die Routen schnell abstellen kann und dann auch zuschlagen kann. Sollte denn da gleich was reinballern auf die Pose. Und dann geht das auch parallel. Da ist schon was drauf. Und ich kann nicht zugreifen. Doch, ich kann. Und zieh, 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 zieh. Und es war zu spät. Vielleicht war es auch nur irgendwie so ein Ugui oder so. Das war so ganz zaghaft. Na, gucken wir mal. So, aber erster Angriff war schon mal da. Den Köder ändere ich jetzt gleich nochmal auf einen ganz klassisch so hellgelben. Und, oh, der nächste. Und, jawohl, den haben wir dran. Und hat auch ein bisschen Bock. Sehr gut. Und zwar in Richtung Hypnotik. Die Hypnotik funktionieren auch immer mal wieder ganz gut. Und ich würde sagen, das sind so Blinker, die immer auch irgendwie so ein bisschen vergessen werden. Und das ist natürlich schade. Es sind immer so die gleichen 5 Köder, ne? So Sotori 22 oder die Vaikos oder sowas. Aber es gibt eben auch noch ein paar richtig spannende andere Köder. Na guck, Seesaibling, sehr schön, nehme ich gerne mit, bringt gut Cash. So, wieder maximal auswerfen, Schnur ein bisschen nachstraffen, wieder öffnen die Bügel und dann hier weitermachen. Na klar, vielleicht sollte ich einmal... Die Route ist halt bei mir immer auf der 1. Da komme ich schon automatisch durcheinander. Wenn ich die gelbe Pose sehe, weiß ich, alles klar, Taste 1. Aber so muss das sein. Da kann man blind die Zahlen drücken. Zack, ich drücke schon wieder die 1. Und nicht gehakt, also weiter laufen lassen. Vielleicht ändere ich das gleich mal eben. Mal eben die Match. Zack, runter. So. Und die, so, jetzt ist alles wieder schön. Und dann liegt die auch noch links von mir. Mann, 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 Mann. So, nochmal ein bisschen durchjiggen. Aber blau scheint doch nicht so gut zu laufen gerade. Ich ändere jetzt mal schnell auf den Hypnotic.
Und zwar die hier. Dann nehme ich auch hier die großen. Wir wollen ja auch die großen Brocken. 1-0er Haken drauf. Und Gibi, raus damit. Ja, den zweiten Spot zeige ich gleich auch nochmal. An für sich auch eine recht bekannte Stelle. 150 müsste das ungefähr sein von den Koordinaten. Zeige ich dann aber auch nochmal genau, wo ich da hingeworfen habe. Denn das Kescher-Bild gerade bei Sonnenschein war schon wirklich, wirklich gut. Und auch diese Stelle hier werde ich natürlich gleich nochmal testen bei Sonnenschein. Irgendwo muss das Ding noch reingehen, die Kamtschatka-Regenbogenforelle. Ich gucke aber gerade tatsächlich nochmal eben rein in die Voraussetzungen hier. Das Ganze geht ja, da oben ist es, das Ganze geht. Also vom Montag, von heute, 12 Uhr, haben wir schon durch, jawohl. Und das Ganze geht dann bis nächsten Montag, bis zum 7. Oktober. Da haben wir dann den Fisch der Woche wieder. Man muss natürlich bei Standalone sein. Ich bin nicht bei Standalone. Ich teste nur für dich, wo was gehen könnte. Das heißt, man braucht die Standalone-Version von RF4 einfach auf der Homepage direkt runterladen und darüber dann zocken. Oder wenn du Bock hast, kannst du das natürlich auch einfach ummelden, da dann einfach eine Anfrage stellen im Support und dann kannst du deinen Steam-Account ummelden und dann bei solchen Events natürlich auch mitmachen. Und ja, da heißt es dann natürlich, fange den größten Fisch und man bekommt eine Troutmaster, wenn ich das richtig noch im Kopf hatte, als Belohnung für den größten Fisch. Hoppala, was war denn? Ah, nimm. Für den größten Fisch der Woche, für die größte Kamtschatka-Regenbogen. Aber es ist nicht so leicht. Es ist wirklich nicht so leicht, weil das eben so ein random Fisch ist. Aber irgendwann geht sie halt rein. Ne? Irgendwann hat man Glück und dann geht da ein bisschen was rein. Und das Schöne ist, nicht alle Leute, die in den Rekorden sind, machen auch mit. Aber die Dolly Waden scheint jetzt gerade zu reagieren hier. Zweiter Biss direkt nacheinander. Beides auf die Hypnotics. Okay. Das können wir ja gleich nochmal ein bisschen weiter forcieren. Dolly Waden. Auch ein schöner Brocken. In der Mittagszeit gehe ich mal gleich rüber zum anderen Spot und teste den nochmal hier bei Regen. Solange gerade nochmal Regen ist. Wir haben jetzt hier 9:30. So, weiter raus. Bügel wieder auf. Jetzt wieder schön rein in den Jig. Also von der Position hier passt das, glaube ich, schon gut. 94, 157 oder ich sag mal grob hier in der Area am 2,5 Meter Loch. Und dann geht es gleich weiter an die andere Stelle. Und dann wieder probieren. Aber ich bin schon so ganz zufrieden. Die Fische sind schon ganz gut. Vor allem mit den Dollys. Das ist natürlich immer nice. Zack, next. Alter, Hypnotik, ne? Ich sage es ja. Immer wieder ein gutes Teil. Wird viel zu wenig verwendet, ne? Viel zu selten. So, na, da ist sie doch, die Kamtschatka-Regenbogen, 2,4 Kilo immerhin, auf den besagten Köder, der Hypnotik. Sauber, ich bleibe also doch hier. Was soll ich noch an den anderen Spot? Aber den zeige ich dir vielleicht gleich nochmal eben. Und dann kann man da auf jeden Fall auch nochmal weiter testen mit dem anderen Köder. Aber wenn das doch jetzt schon mal hier ist, das Teil, dann ist doch die Überlegung, die ich hatte, schon auch gut gewesen. Also die Überlegung war, wenn das Ding noch so bodennah gut funktioniert, gehe ich doch lieber in einen Bereich, der eher ein bisschen flacher ist, damit ich die meiste Zeit im bodennahen Bereich bin. Also nicht hier in dem tiefen Bereich oder hier, sondern hier unten in dem flachen Bereich. Vielleicht sogar auch hier. Der andere Spot ist hier auf 150. 150 hat gerade auch sehr gut funktioniert. Manchmal wirft man hier genau zur Spitze. Aber eben auch hier rüber werfen. Hier sind so zwei, drei Büsche. Die kann man immer ganz gut anwerfen. Und dann zieht man hier so in diesen Kantenbereichen immer ganz gut vorbei. Das war das Kescher-Bild von hier unten mit zum Beispiel dem Masu. Und auch da war ich mit dem Slimshot unterwegs. 004, der gelb-goldene oder orangene. Silberlachse, auch hier Slimshot. Das hat halt super funktioniert. Nächster Masu, auch wieder Slimshot.
Silberlachs Slim Shot. Also die ganze Zeit hier probiert, hat gut funktioniert, auch der normale Slim Shot. Also das hat auch richtig gut funktioniert, wie gesagt, bei Sonnenschein. Also das ist der Spot da nach unten, halt. Das hat so gezubbelt. Ne, ich glaube, da bin ich gerade schon am Ende. Da kommt, fängt der flache Bereich jetzt wieder an. Das heißt, die Pose geht dann auf den Untergrund da hinten und schleift dann da über den Untergrund. Ja, aber das ist doch hier jetzt eigentlich ja, so the way to go, würde ich sagen. Einfach ausprobieren. Ich würde gar nicht so groß reingehen. Für die Forelle ist es ja kein Lachs. Also vielleicht doch eher fein reingehen. Kamtschatka Regenbogen Forelle. Also feiner, dünner. Puschelhaken. Und naja, vielleicht sogar, wenn man mit einem feineren Setup hier ist, vielleicht sogar tatsächlich mit dem kleineren Hypnotic, wäre bestimmt auch nochmal eine Idee. Ne? Man könnte ja auch hier mit der Karma Mächter zum Beispiel das Yama-Set Start oder das Set, was ich auch immer wieder gerne empfehle, fürs Mitte 20 Hecht anfangen, wenn man damit loslegt, mit der Karma Mächter und der HSV in Kombination. Selbst damit könnte man schon hier ganz gut hin und dann vielleicht mit den kleinen Hypnotics auch richtig gut weit rauswerfen. Ich ziehe den nochmal eben durch. Wir gucken gerade, nee, ich gucke nochmal gerade im Inventar. Vielleicht kann ich einen Haken ändern. Hypnotic, hier ist er. Ja, 7,6 Gramm ist schon gering vom Wurfgewicht. Aber hier ist ein 1er Haken drauf und ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. 1er Haken, weiter runter würde ich da nicht gehen. Den großen, den ich jetzt hier gerade drauf habe, der hat 20 Gramm, da ist ein 1,0er. Ich glaube, das passt auch so ganz gut. Ja, und ansonsten halt ein bisschen aggressiv, gelbliche Farben. Vielleicht klappt das ja dann auch nochmal richtig gut für die Kamtschatka. Ich teste jetzt einfach weiter. Du kannst ja auch mit testen. Vielleicht hast du ja Glück und bist in den Rekorden oder fängst die größte Kamtschatka Regenbogenforelle. Toi, toi, toi. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer komplett RF4. Und an den anderen Tagen zwischen R4 zocken, danach noch ein bisschen Landwirtschaftssimulator oder das, was halt gerade Bock macht. Bis dahin, Petri.